Komm gleich. Hm? Ich komm gleich! Hallo meine herzlichen Freunde! Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier auf YouTube, meinem Kanal. Ich bin euer Karl Kuschnelski und das ist Police Police, Board Police, Alla. Heute, Tür klopft, Karl muss hingehen. Ein paar Sekunden später. Ich werde das nicht durchhalten. So, hast du kapliert, Alla, lass mich mal, was willst du hier? Drücken Sie eh, um die Tür zu beeinflussen, Alla, ich bin richtiger, also... Ich glaube, das Spiel ist nur für Influencer. Ich sag's, wie es ist. Ich wurde von Staatsstaff Wronska geschickt. Okay. Drücken Sie E, um den Brief zu lesen. Sie wissen, wir haben uns entschieden, das Grenztor zu öffnen. Und hier bieten wir Menschen neue Jobs. Die Verlosung im März wurde bekannt gegeben. Ihr Name kam aus der Liste. Glückwunsch! Wir haben jetzt einen Job! Wir entschuldigen uns für die verspäteten Briefe Sand! Wir haben dir ein besonderes Auto gesetzt! Auto gesetzt? Die haben mir ein Auto gesetzt? Was habt ihr mir gesetzt? Ein Auto oder was? Sie kennen das Haus besonders. Wir haben dir ein besonderes Auto gesetzt. Sie kennen das Haus bereits. Bitch, what are you talking about? Du bist schon umgezogen. Es gibt auch eine Busservice. Bitte unterschreiben Sie Vertrag. Zeichnen. Ich zeichne. Ich werde im Auto warten. Sei nicht zu spät. Okay, tschüss. Erstmal wurde mir gesagt, ich habe ein Inventar. Oh, guck mal hier. Ich habe Kohle. Wir können es zum Aufwärmen nutzen. Ich sollte es in den Ofen stellen. Wir können das essen. Ich muss es in den Kühlschrank stellen. Nicht legales Rauchen. Es schleicht sich auf dem Land. Also eigentlich soll ich hier in dem Spiel so ein bisschen Border Patrol. Also Border Police, so wie es halt steht, Alter. Ich weiß gar nicht, was hier... Also ja, ich soll da jetzt gleich hin, aber wer bist du denn? Meine Ehefrau. Oh, das Glück steigt. Ich bin happy. Drücke E oder um zu interagieren. LOL. Gib Zigarette. Die Zigarette? Zigarettensüchtig. Ich muss Zigaretten finden. Ja, okay, ja, ja. Kälte, mir ist warm. Okay, okay. Hä? Arbeitsmanagement? Was? Geh arbeiten. Junge, du musst doch einfach nur arbeiten gehen. So wie ich auch. Ich soll jetzt auch zur Arbeit. Also wir beide müssen jetzt immer zur Arbeit. Drücken Sie Q, um das Gespräch zu beenden. Okay, cool. Ich bin sehr glücklich. Die Frau ist auch glücklich. Wenn sie mir Geld geben, werde ich ihre Beziehung zu jemandem regeln. Nein, ich werde deine Beziehung brechen, wenn du es nicht tust. Okay, aber... Okay, sie haben so... Ich weiß ja nicht... Alter, Onkel! Ist das Onkel Henno, Alter? Onkel Henno hat sich hier schon wieder die Bierbuchsen reingekloppt. Ja, gut, musst du wissen. Gut, ich glaube, ich gehe mal ins Auto und guck mal. Ich soll jetzt fahren oder was? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur noch 7 Geld. Auto betreten. Geh geradeaus, Mann. Diese Straße führt uns zur Grenze. Sie müssen auf Ihren ersten Arbeitstag freuen. Sich. In einem Jahr sind Sie die erste Person, die Arbeit findet. Du musst jeden Tag diesen Weg gehen. Verpasse deine Chance nicht. Der Mann vor Ihnen wurde wegen Bestechung entlassen. Okay, also, Handbremse, Auto verlassen, Radio öffnen. Okay, gut. Ich würde sagen, ich fahre mal los. Ah, ich muss erst die Handbremse lösen. Inka Kalinga Kalinga Maya, Inka Kalinga Kalinga Maya, Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Wo ist die Hupe? Es gibt keine Hupe. Oh, das Auto ist ganz schön. Oh, das ist ein Elch, das ist ein Elch. Alter, das ist ein Elch aus Stahl. Das ist ein Elch aus Kruppstahl, Alter. Hallo? Stopp! Border Patrol! Lass mich doch raus hier. Das dauert alles zu lange. Ich kann die Maus nicht bewegen. Ah, jetzt. Ja, gut. Dann betreten wir wieder das Auto. Ah, da kommt noch einer! Drück auf das Gaspedal, Henry! Mal sehen, bin ich glücklich?
Ja, dann wieder einfach in die Seite rein. Oh, das Glück sinkt bei mir gerade ein bisschen. Aber ich bin eigentlich gerade ganz happy. Guck mal, das ist ein Wolf oder was? Guck, hier ist die Border, ne? Muss ich jetzt Geld bezahlen oder was? Ist hier... Oh, ich habe hier eine Map. Ah ja, die Map ist sehr schön. So, was ist hier denn? Hier ist ein Shop oder was? Stopp! Oh, sorry. Ey! Oh, da komm ich auch raufgefahren. Hallo, Senior! Denn der Gasmaske auf! Hallo! Was soll das? Hi. Ich kann mit dem gar nichts machen. Nein. Schnell. Gern? Immer unglücklicher, ne? Hier sind viele Sachen, die wir noch entdecken können, aber ich will jetzt erstmal zum Ziel, Alter. Ein bisschen übelst weit fahren. Übelst weit. Den haben wir abgezogen. Zucker, bleert. Hey. Wer will einfach, dass ich da jetzt mal schnell hinfahre? Oh, Scheiße. Fahr mal weiter, fahr mal schneller. Kalle, du bist bald am Ziel. Okay, hier ist eine Tankstelle. Der Tank ist bald leer. So, aber jetzt sind wir doch mal hier... Da, wo wir... Rand. Wir sind am Rand. Das ist einfach die beste Übersetzung für Grenze. Hallo. Ich soll hier neu anfangen. Erstmal wieder eine Tür beeinflussen. Achso, das ist jetzt hier mein Arbeitsplatz, oder was? Da beeinflusse ich nochmal die Tür zu. Beginne zu arbeiten. Ja. Drücken Sie E, um mit der Arbeit zu beginnen. Ah, ich wollte schon immer an der Kasse arbeiten. Ich muss den Computer einschalten. Oh, das ist auch ein ganz neues Gerät. Da ist bestimmt auch ein Ryzen drin, ne? Ein Ryzen. Dauert ein bisschen, bis der hochgefahren ist. Der hat aber Windows. Wer die Grenze von Stravonska überqueren möchte, benötigt eine einreisige Genehmigung. Wegen Betrug in Pässen. Viva Stravonska. Diplomaten benötigen für die Einreise eine Diplomatenzulassung und einen Pass. Sie unterliegen keinen allgemeinen Regeln. Vigo Stravonska. Wir sind in Stravonska. Leni Vilovonska. Okay, wir sind irgendwo in Russland, Alter. Der Rest ist mir auch scheißegal. Du brauchst einen Schlüssel. Militärhut. Ich hab den jetzt aufgesetzt. Ach, hier, nächster. Jo, nächster bitte! Da ist der erste. Aha. Jo, was geht? Alter, der sieht aus wie Adrian von Instinct 3. So, Adrian, dann zeig mal, ob du deinen Pass dabei hast. Krotschsov Nikitovic for this passport number. Business. Okay, was muss ich jetzt machen? So, das ist der Reisepass. So, ah, guck mal hier, wir müssen das vergleichen. Das stimmt. Date of birth stimmt auch. Magakuta, Alter. So, 54216. So, 54216. 7989AC. Gut. Ich sag mal so. Adrian. Oder wie heißt du? Grotzow. Ich drücke dir jetzt hier den Stempel an. Auf, Alter. Gönn. So, du bist approved, Alter. Oh, ich kann dich aber noch scannen. Ah, das haben wir vergessen. Jetzt machen wir beim anderen. Hier, nimm das mal wieder. Ah, jetzt verpiss dich. Falsche Richtung, du Spast. Ja, ist so ein geiler Job. Next da, bitte. Finde gut, dass wir... Ich glaube, es sind nur Männer, die da stehen. Alter, er ist auch richtig ready da hinten. Wenn ich hier einmal Zugriff sage, das ist mein Land. Ich trete ein, wie ich will. Ey! Was bist du so frech, Alter? Du wirst jetzt erstmal gescannt. Ich würde ihn gerne scannen, aber es geht nicht. Gut. Ja, es hat... So, Grand Bishop, Alter. Das heißt, dein Land. So, wenn ich jetzt mal auf die Nummer gucke. Purpose, none of your business. Alter, wir sind hier nicht umsonst in der Diktatur. Du kannst hier nicht selber entscheiden, wo du was du tust und was nicht. Theoretisch hat er einfach die Hälfte ausgelassen. Aber es kann natürlich sein, dass er hier... Ja, also muss ich sagen... Nee. Das Dirt of Bait, Birth, Mismatch. Aha! Was soll das? Also ich muss sagen, ich würde dich einfach jetzt erstmal ablehnen. Ich würde dich jetzt grundsätzlich erstmal ablehnen. Du könntest jetzt im Guten versuchen. Oder du hältst deinen Schnauzen. Aber hier rumkaspern ist jetzt nicht, ne? Also, du verpiss dich jetzt. So. Tschüss. Also, piss dich. Oh, ich hab hier also den... So, verpiss dich. Ich wünschte, ich hätte deine Mutter abgelehnt. So, ey! Scheiße! Der war richtig frech. Ey, du Typ da hinten, du musst doch mal zuhören, wenn hier was passiert. Ey, ist ja unnormal. Zeit nach Hause zu gehen. Sie können mit der F-Taste vom Sitz aufstehen. Ehre. Ja, aber du! Wir haben zwei Fehler gemacht. Die Strafe wird nach 4 Fehler angewendet. Okay. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Money gemacht. Wir haben ja auf dem Hinweg so ein paar Läden gesehen, die wir vielleicht nochmal abchecken wollen. Na, gucken wir mal. Und wir müssen auch Zigaretten für unsere Alte kaufen, ne? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier noch aufs Gelände will? Hallo? Da lassen sie mich nicht, ne? So. Jetzt mal ganz kurz, ne? Wir müssen jetzt hier mal irgendwie tanken. Wie machen wir das denn? Zapfsäule. Füllen.
Ey! Was soll das denn? Komm gefälligst zurück. Ich wollte dich gerade tanken. So, gönn mal hier. Was ist das hier? Hast du keine... Bist du kein Kiosk? Du bist kein Kiosk. Scheiße. Ah, hier. Gut. Der Bus hat umgedreht. Oh, da kommt noch ein Bus. Oh, was ist hier denn los? Junge, ist das Spiel langweilig. Oh! Serkan ist mein Girl. Serkan ist mein Girl. Nach so einem harten Arbeitstag kann sich natürlich auch eine Belohnung verdienen, würde ich mal behaupten tun. Oh, das ist ja ganz schön Offroad hier. Oh, shit. Ist ja gerade nochmal gut gegangen. Lol. Eine Mucke. Yo, lass mich mal rein. 10, ja. Ich zahle die Gebühr. Wenn du reinkommst, sei nicht dumm. Das ist auch so eine Weisheit fürs Leben, ne? Da gibt's ein Bier. Yo, gönn, Alter. Zisch hier einen rein. Gönn mehr Bier. Ich bin schon ein bisschen drowsy, Alter. Oh, mein goodness. 2 Bier schon in einem Korn? Geile Turntables. Ah, ja. Party, Alter! Ja, Mann! Geil! Geiler Song! 12 Uhr mitternachts. Alter, ist das geil! Alter, ist das geil! Noch eine in die Rüstung, Junge! Alter, ist das geil! Alter, ist das so eine geile Party! Nehmen wir noch ein Bier mit auf dem Heimweg. So, lass mich mal hier raus, Alter. Also, ich werde immer glücklicher, das ganze Bier bis hier saufen. So, jetzt nochmal Auto fahren. Mach das nicht zu Hause nach. Das ist zu Hause nicht cool, wenn man betrunken ist, Auto fährt. So. Oh, das läuft auch nicht mehr so gut. Muss ich sagen, kann ich noch ganz gut fahren. Und dann sind wir auch schon wieder nüchtern. Ja, geil. Und da vorne ist ein Einkaufsladen. Kriegen wir für 3 Flocken hier noch eine Packung Zigaretten. So, meine Damen und Herren. -3. So richtige Gopnik-Zigaretten, Alter. Trust me, I'm a hairdresser. Okay, ich habe jetzt quasi alle Aufträge erfüllt des Tages. 300 Meter, dann sind wir zu Hause. Ich hatte so viel Spaß heute auf der Arbeit, Leute. So, raus aus die Kiste. Ey, Zuckerblatt, ich bin zu Hause. Erstmal ein Bierchen. Oh, wie war dein Tag? Gib Zigarette. Oh, die ist jetzt glücklich. Gib noch mehr Zigarette. Treffen wir uns in der Nacht. Du bist doch glücklich. Lass mal bumsen jetzt. Wie unglücklich. Ich hab dir doch Kippen geholt, Alter. Was ist mit dir? Die ist jetzt unglücklich, weil ich kein Geld gegeben habe. Alter, ich habe immer noch einen Sitz. Ja, Leute. Das ist Border Police. Ich stell mir jetzt hier noch einen in die Rüstung. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Aber aktuell habe ich nicht so das Gefühl, dass das hier alles irgendwie Sinn ergibt. Deswegen hauen wir den Kasten nochmal eben weg. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. So, noch ein Bierchen. So, Hauptsache ich bin glücklich. Einer geht noch. Tschüss.